Der Platz vor dem Pariser Invalidendom in Rauchschwaden gehüllt. Mit Tränengas versucht die Polizei, mehrere hundert Randalierer unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Auslöser für die teils heftigen Proteste: Seit einer Woche dürfen homosexuelle Paare in Frankreich heiraten. Die von Präsident Hollande verabschiedete Reform trieb am Sonntag rund 150.000 Menschen auf die Straße, darunter auch Mitglieder rechtsradikaler Gruppen. Sie werden von Innenminister Manuel Valls auch für die Eskalation der Großveranstaltung verantwortlich gemacht. Nach Auflösung der offiziellen Kundgebung griffen mehrere hundert Demonstranten die Polizei mit Flaschen, Eisenstangen und Rauchbomben an. Bei den Auseinandersetzungen sollen nach Medienangaben mindestens 100 Menschen festgenommen worden sein. 6 wurden verletzt. Neuen Zündstoff wird der Streit um die gleichgeschlechtliche Ehe vermutlich schon kommenden Mittwoch erhalten. Dann nämlich will im französischen Montpellier erstmals ein homosexuelles Paar heiraten.